Einen wunderschönen guten Tag hier zurück auf Dark. Oh Gott, das hat sich ja fast gereimt. Ich hatte gerade schon Angst, dass mein Spiel abgekackt ist. Ich hoffe, der Anfang der Aufnahme ist in Ordnung. Warum? Ist ganz einfach. Es ist ein neuer Patch draußen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf den Patch. Allerdings gab es einige Probleme. Auf dem Server läuft ja der Ubercrafter und da konnten wir zwei Tage lang nicht spielen, weil der Ubercrafter einen Bug hatte. Der ist jetzt wohl gefixt, dafür sind aber ein paar Features abgeschaltet. Das ist aber nicht so wild, also das ist nur hier mit dem Fabricator und ein paar anderen Sachen, die kann man, da kann man irgendwie nicht mehr umstellen, mit was die jetzt laufen, Strom, Gas, was auch immer. Aber das ist nicht so wild, das ist alles nicht so wild. So, ich habe noch nichts gemacht, ich habe tatsächlich noch nichts gemacht und ich hätte mir eigentlich mal, warum gucke ich denn hier, Moment, da wollte ich gucken, ne? Ich wollte mir mal was zu futtern schnappen. Ich esse was gespoilt, Schweinerei. Na ja, gut, drei Tage. Hallo? Was geht mit Shift? Moment, da ist voll. So, ich brauche nicht so viel davon. Das sollte erstmal reichen. Das wollten wir mal behalten. Und jetzt essen wir erstmal kurz. Ich weiß nicht warum, ich war die ganze Zeit nicht da. Ich habe trotzdem mega viel Hunger und mega viel Durst. So, was ich mal gucken will. Mal gucken. Ach, schade, er hat kein Level Up. Hachi hat ein Level Up. Passt mal auf. Also, eine Sache, die im Patch neu ist und die finde ich unglaublich cool, ist. Das, pass auf. Jetzt hat hier ein Dodo irgendwie. Leute, was habt ihr da gerade gemacht? Guckt mich nicht so vorwurfsvoll an. Ich hab's genau gesehen. Da liegt's. Das ist. Naja, egal. So, passt mal auf. Was haben wir denn noch so? Können ja mal gucken. Uschi hat auch ein Level Up. Mal gucken, was Uschi macht. Also, ich frage mich immer noch, ob ihr es bemerkt habt. Ich hoffe es natürlich. Guckt mal. Sie wackelt mit dem Hintern. Sie freut sich, weil sie ein Level Up hat. Ich finde das cool. Ich finde das unglaublich cool. Machst du? Ja. Ah, das ist so geil. Ich finde das, also, oh, ich finde das echt richtig, richtig cool. Was haben wir denn hier? Was kriegst du denn? Ich glaube auch erstmal Stamina. Uiuiuiui. Da kriegt man fast ein bisschen Angst. Ich will gar nicht wissen, was sie hier macht. Melee? Wir können hier kein Melee-Damage hochschrauben? Das finde ich ein bisschen seltsam. Naja, dann, nochmal Health. Uah, pass auf, um Gottes Willen. Ah, wie geil. Ich feiere das gerade total. Der Nighthawk hat noch kein der hat fast ein Level Up. Moment, ist der maxed out? Das kann nicht sein. Den habe ich doch erst gezähmt. Bist du maxed out? Schade. Anscheinend schon. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Der Dödi. Mal gucken, was der Dödi macht. Der Dödi hat kein Level Up. Okay. Der Skorpion. Der hat ein Level Up. Nur eins natürlich. Und er macht nichts. Schade. Du hast bestimmt auch ein Level Up, oder? Mal gucken. Guck mal. Ich finde die so süß. Ja, ist alles gut. Es ist einfach cool. Es ist echt einfach cool. Ja, okay, das ist eher lang. Ah, guck mal. Der hüpft. Wie cool. Die Raptoren hüpfen auch. Das habe ich schon geguckt. Da habe ich es festgestellt. Guck. Jetzt. Komm, hopp. Hüpf. Ich finde das so geil. Ich feiere das total. Und jetzt kommen wir mal zu den etwas größeren Tierchen hier. Hallo Elsa. Ach, da fällt mir eine Elsa. Wir müssen ja mit Elsa noch irgendwas machen. Uiuiuiui. Oh Gott, jetzt läuft meine Nase. Das ist immer das Gleiche. Ich fange an aufzunehmen und meine Nase fängt an zu laufen. Moment. Ah, so. Okay. Mammut ist auch ganz süß. Biber haben wir schon gesehen. Nichtsdestotrotz gucke ich natürlich, ob ich hier mal ein wenig Melee-Damage noch hochschrauben kann. Wiggle, 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 wiggle.
Und bei dir will ich... Oh Gott, irgendwie... Moment, warum hängt die eigentlich? Warum hängt eigentlich... Komm mal her. Kommst du da... Oh, Pupmaschine hängt irgendwie fest. Müssen wir, glaube ich, mal da rausbuxieren irgendwie. Was machen die denn? Ich weiß auch gar nicht, was ich dem geben soll. Ist egal. Ich finde das so toll, die freuen sich alle so. Das ist doch echt cool. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's wirklich interessant. Vielleicht sollte ich mal eher davor gehen. So, dann sieht man noch ein bisschen. Das ist natürlich gerade ein bisschen blöd vom Wetter her. Melee Damage. Ah, wie. Das ist so geil. Das ist einfach nur so geil. Rufus hat auch noch ein Level up. Der ist schon Level 280. Ist einfach nur so krank. Hallo. Na, ihr drei. Potzia, du auch noch. Warte. Lasst mich doch mal durch hier. Oh, das ist schlimm mit denen. Ja gut, das an sich kennen wir das ja schon. Was macht denn Brian? Brian, du hast auch ein Level up. Meine Güte, ich habe so lange nicht... So lange ist eine Woche her. Ja, sieht gut aus. Und jetzt kommen wir zu unseren Babys, die wahrscheinlich auch alle schon ein Level up haben. Was wollte ich denen... auf wie viel wollte ich denen pushen? Ich glaube 10.000 Leben. Naja, okay. Das ist eher so wie das normale... Ey, stups mich nicht. Aber ich mag die immer noch total. Also das muss ich ja ganz ehrlich sagen. So 10.000. Jetzt lass mich doch mal hier... Jetzt muss man hier die ganze Zeit geduckt laufen, sonst gibt das wieder nichts. Der hat 10.000 Melee Damage. Okay, das hätten wir gelöst. Und ich werde wieder heiser. Ey, das ist zum Kotzen. So, was machen wir denn jetzt eigentlich mal als erstes? Wir sollten vielleicht mal kurz das Essen kontrollieren. Ich weiß nämlich nicht, wie viel. Hier war doch einer, oder? Da. Haben die noch? Hallo, lass mich mal durch hier. Habt ihr noch Essen? Na, ein bisschen. Okay, das können wir später machen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die draußen, dass die drinnen auch noch Essen haben. So, aber der neue Patch. Es gibt ja nicht nur, Moment, was wollte ich sagen? Genau, es gibt ja nicht nur das neue Feature, dass die Tierchen jetzt hier, Moment, mir fällt gerade auf, wo ist denn? Ach, da ist Kackstift. Kackstift? Der ist fast Level 300, das ist so Wahnsinn. So, Nighthawk hat jetzt auch ein Level up. Dann können wir jetzt mal gucken, was Nighthawk macht. Schön. Das ist echt schön. Das ist cool. Das ist nicht nur schön, das ist sogar richtig cool. Nein, es gibt natürlich auch wieder neue Tierchen. Und ich hoffe, wir finden die auch hier. Ich hoffe wirklich, wir finden die auch hier. Es gibt, jetzt muss ich überlegen, die Schnecke. Ja, die Schnecke. Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Das ist mir jetzt echt ein bisschen, das ist mir jetzt natürlich echt ein bisschen peinlich. Was geht denn hier ab? Da vorne ist schon wieder eine fette Party mit dem Bronto, so wie das aussieht. Ja, achso, Rex-Party. Was sollte es auch sonst sein, ne? Ist da irgendwas Gescheites dabei? Ein 110er. Naja, nicht wirklich. So, es gibt also Schnecken, die sind neu. Dafür sollte ich wahrscheinlich in eine Höhle. Ich denke, die wird es in der Höhle geben. Dann gibt es einen neuen Dino, dessen Namen ich auch vergessen. Also ich habe alle drei Namen vergessen. Ich müsste die jetzt selber nachschlagen. Das eine ist ein Dino, der eigentlich nachtaktiv ist und der nachts auch einen Boost bekommt, wenn man mit dem kämpft. Und der soll wohl tagsüber mitunter wirklich schlafen. Ich bin sehr gespannt. Also wenn wir den finden, dann versuche ich selbstverständlich mal einen zu zähmen. Und es gibt einen... Ja, es sah so ein bisschen aus wie so ein Komodo-Varan. Der hat wohl den Vorteil, man kann den mit bestimmten Sachen füttern. Und je nachdem, womit man den füttert, kann man mit dem mehr von dieser Ressource ernten. So habe ich das verstanden. Also, ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, wenn ich den mit Holz füttere.
soll er angeblich mehr Holz holen. Vielleicht kann man das ja mal mit Fiber ausprobieren. Das wäre eigentlich eine ganz geile Idee. Dann hätte man endlich mal was, womit man ordentlich Fiber farmen kann. Ich habe allerdings bei keinem der drei eine Ahnung. Ich dachte gerade, da liegt eine Schlange. Ich habe allerdings bei keinem der drei eine Ahnung, wie ich die überhaupt zähme. Für eine Schnecke müssten wir tatsächlich wohl... Was machst du denn? Don't ask. Ich weiß nicht, was die Schildkröten sind komisch manchmal. Jetzt ist nur die Frage, ich sollte wirklich mal, Moment, müsste ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube wir werden, also nee, ganz ehrlich, das machen wir nächste Folge. Da müsste ich jetzt wirklich anfangen, ich müsste erstmal gucken, wo die sind, und ich will auch ganz ehrlich gucken, wie man die zähmt, weil wenn ich die jetzt suche, obwohl, naja, ich könnte mal, na, nach so einer Schnecke können wir mal gucken. Also die sollen wohl in Höhlen sein, wenn ich das richtig so aus dem Trailer verstanden habe. Da wurden die jedenfalls immer nur gezeigt, wenn sie in einer Höhle waren. Das wäre ja so eine Sache, das könnten wir ja mal ausprobieren. Ja, der Biberteich, der ist, also... hier drüben ist ja der Höhleneingang, beziehungsweise wir können uns ja auch einfach bei uns in die Höhle reinporteln. Und dann schnappe ich mir mal... Ich glaube, Brian wäre nicht so schlecht. Der ist klein und wendig, aber nicht so schwach. Moment, ich muss hier lang. Und dann machen wir uns einfach mal auf den Weg in die Höhle und gucken, ob wir den da finden. Ich sollte dem Rex vielleicht langsam mal die komischen Ohren absetzen. Das passt jetzt nicht mehr. Ach, und nicht zu vergessen, das ist natürlich auch Thanksgiving. Moment, jetzt muss ich natürlich auf... Moment, komme ich überhaupt noch raus? Komme ich zwischen euch beiden Dicken noch durch? Nee, komme ich hier... Oh, ich sehe nichts. Ach, scheiße. So, dann machen wir das halt so. So, ich glaube, jetzt haben wir Brian sowieso da rausgedrückt. Und ich hänge fest. Naja, auf jeden Fall, wir kommen jetzt wohl mit Brian hier raus. Ja, wunderbar. Also ab in die Höhle. Habe ich dabei? Okay. Wir sollten vielleicht ein bisschen Fleisch und... Ich habe keine Ahnung, was frisst denn so eine Schnecke? Fleisch? Hier ist noch ein bisschen Cooked Prime Meat drin, ne? Ja, das ist jetzt... Moment, wenn ich jetzt wüsste, wie die heißt, dann könnte ich natürlich gucken, ob es Kibbel dafür gibt. Ich habe nicht mal mein Handy hier, verdammte Hacke. Eine Schnecke, was könnte eine Schnecke fressen? Perlen. Beeren. Moment, wir nehmen einfach mal... Moment, wir haben doch hier Zeug. Ich nehme einfach mal einen Stack Beeren mit. Haben wir noch Mero-Berries? Nee, dann nehme ich die halt einfach. Ist egal. Und Fleisch hätten wir. Beziehungsweise Fleisch kriegen wir auch in der Höhle noch. Jede Menge. So, Brian. Alles okay bei dir? Mir fällt... Halloween ist vorbei, Brian. Ist jetzt genug verkleidet hier. Guck mich nicht so an. Ja, ich hab dir deine Verkleidung weggenommen. Halloween ist vorbei. Hab ich doch gerade schon gesagt. Die anderen haben auch keine mehr an. Musst du damit leben. Aber. Nein, nix aber. So. Wir verziehen uns mal nach unten in die Höhle. Der weise Hai. Ach, den hat Quietsch hier untergebracht. Da fällt mir gerade was auf. Wie freuen sich denn Haie, wenn wir die leveln? Sharky hat bestimmt ein Level up. Ist hier noch Fleisch drin? In Massen. In rauen Mengen. Gut. Die werden so schnell hier nicht verhungern, die beiden. Wie sieht denn das bei dir aus? Sharky, so komm her. Du kriegst noch Health. Ja, ziemlich unbeeindruckter Kleine. Dann machen wir uns mal auf und gucken mal, ob wir hier in der Höhle Schnecken finden. Ich hoffe es doch. Allerdings müssen wir erstmal hier überhaupt Tiere finden. Also das kommt natürlich auch noch dazu. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, weil hier sind nicht unbedingt so viele.
Oh, mein Controller ist noch eingesteckt. Ich erschrecke mich da immer so dermaßen. Da war noch einer, oder? Moment, wir machen mal. So, auf jeden Fall haben wir... Moment, jetzt muss ich erstmal... Ihr werdet es wieder hören gleich. Was ist denn da? Du Schlange. Was willst du denn? Was willst du denn von mir? So, wir haben auf jeden Fall Prime Meat. Wir haben normales Meat. Brian hat bestimmt gleich noch 3 Level-Ups. Aber das ist ja okay. Aber Schnecken... Bisher noch keine, ne? Ah, jetzt hat Brian auch ein Level-Up, wie versprochen. Also, wo kommen denn die ganzen Schlangen hierher? Aus der Wand oder was? Ja, du auch noch. Du bist auch noch dran. Wo kommt ihr denn her? Respawnen die jetzt gerade alle, weil ich hier durchlatsche oder was ist los? Also, ich hab dich doch gerade getötet. So, wir lassen hier natürlich nichts liegen. Das Fleisch können wir ja... Oh Gott, 378. Ich glaube, Brian ist bald überladen, wenn ich das so sehe. Ich will hier halt nichts... Also ganz ehrlich, ich will hier halt nichts am Leben lassen. Nein, your ramshackle pants broke. Wieso das denn? Was ist denn jetzt los? Moment, ich muss mal ganz kurz... Raw Meat... Ich muss hier mal ein bisschen was von wegschmeißen. Wir haben jetzt doch ein bisschen viel. Wobei, wir könnten ihm noch... Nee, ist da was? Wir haben so viel Fleisch. So, das sollte erstmal reichen. Warum sind die Sachen auf einmal kaputt gegangen? Aber Hyde ist hier doch bestimmt drin, oder? Ja, guck, dann können wir das auch gerade einfach reparieren. Repair. Repair. Warum sind die kaputt gegangen? Haben die es tatsächlich geschafft, mich anzuspucken? So, Brian hat ein Level-Up. Da kriegt er natürlich Leben. Und wir ziehen uns erstmal wieder an. Das geht ja hier so nicht so nackelig. So. Ja, Brian, das ist Fleisch, ich weiß. Du würdest das gerne fressen, aber das können wir nicht machen. Du bist auf Diät, das weißt du. Ja, nee, brauchst du nichts sagen. Du hast dir die selber auferlegt. Also hier sieht das nicht so aus, als gäbe es hier irgendwie... Schnecken. Oh, schon wieder kaputt. Die spucken einen tatsächlich an, die Säckel. Das ist neu. Das ist neu und das ist gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich krieg zwar keinen Schaden, aber meine ganzen Sachen gehen kaputt. Ich hoffe, der Sattel geht nicht kaputt von Grind. Das wäre echt übelst. Hei. Nix Interessantes. Repair. Na Gott sei Dank, wir haben ja noch ein bisschen Hide. Wir können das immer wieder reparieren. Kann ich das eigentlich auch so? Ne, muss ich ausziehen, um es zu reparieren. Das ist auch ein bisschen doof. Schon wieder fast kaputt. So. So, jetzt... Nee, diesmal nicht. Ich hoffe nur... Oh Gott, ich merke gerade was. Ich hoffe, das andere, was ich da anhab, geht nicht kaputt. Das wird echt teuer zu reparieren. Brian ist schon wieder fast über... Oh, ey, das gibt doch hier heute nichts mehr. Raw Meat. So, wir schmeißen wieder alles weg. Mal so knappe 2000, glaube ich. Da haben wir, ja, das sollte okay sein. Wir haben so viel Fleisch sowieso schon. So. Lebt hier noch was Gefährliches? Da hinten eine Spinne. Schon wieder ein Atropl... Nee, Schlangen. Okay, oh Gott. Gott sei Dank habe ich die, glaube ich, hier vorher geguckt. So, wir holen uns mal ganz kurz die Kiste und sind dann aber auch schon für heute wieder fertig. Eigentlich schade.
Ramshackle Parasaur. Ey, ich krieg immer Parasaur-Sattel-Dinger-Gedöns. Was will ich denn damit? Das Chitin nehme ich natürlich mit. Ne, den Käfer lassen wir mal leben. Die tun einem ja so eigentlich nichts. Sie sind ja ganz lieb. Ich finde die ganz lieb. Man darf sie halt nicht wütend machen. Ja, du stirbst auch noch. Aber ich würde trotzdem sagen, wir machen das einfach so. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach, wo es die Sachen gibt. Und Moment. Und wir sehen uns einfach hoch in der nächsten Folge von Brian, guck in die Kamera. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Ark Survival Evolved. Bis dahin. Tschüss.